Der YouTuber CoverQ, welcher auf seinem Kanal, der über 50.000 Abonnenten hat, Videos seiner Motorradfahrten hochlädt, hatte einen Unfall. Die Berliner Zeitung beschrieb den Unfallhergang wie folgt. Er will an einem Renault vorbeiziehen, der vor ihm fährt. Der Renault wechselt jedoch plötzlich die Spur. CoverQ kann nicht mehr ausweichen oder bremsen und kracht mit voller Wucht in den Kleinwagen. Der 26-Jährige stürzt und bricht sich beide Handgelenke. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei trifft den YouTuber keine Schuld. Die Spurenlage weise nicht auf überhöhte Geschwindigkeit oder sonstiges Fehlverhalten des 26-Jährigen hin, heißt es bei der Polizei. Ich wünsche CoverQ gute Besserung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.